Willkommen zurück zu Space Tavern, liebe Leute. Willkommen zu diesem Coin-Debakel des Würgens und Brechens. Mist, wir brauchen hier auch noch eine Coin-Maschine, einen Coin-Magneten. Sollen wir mal so einen neuen Raum kaufen und dann irgendwie... Ich bin verwirrt. Ja, willkommen zurück zu diesem Demo-Playtest. Ich weiß es immer noch nicht. Und ja, wir machen einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was hier noch passiert. Wir könnten in jede Ecke einen Coin-Magneten packen. Ne? Aber die Reichweite von denen ist wirklich gering. Also ich könnte zum Beispiel hier nochmal einen hinmachen. Für noch mehr Tische. Weil wir kriegen ständig neue Besucher. Los, gib mir die Münzen! Los, hier sind die Münzen. Wer ist das denn hier? Ja, sehr schön. Genau so. Macht ihr fein. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben, aber ich brauche Münzen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht genau. Komm, wir kaufen jetzt mal einen Raum. Ich habe einfach nichts zu tun. Wir kaufen jetzt einen Raum. Lukrative Taverne. Bam! Aber noch machen wir da nichts. Ist der größer? Nee. Ich meine, ich bräuchte das ultimative Setup hier. Ich glaube, da stehen die wirklich am besten. Jetzt tanzt sie an die nächste Area. Coin-Magnet. Okay, pass auf. Da ist Knochen. Ja. Ist halt kompliziert. Ist zu kompliziert für mich. Können wir hier noch mehr Tische hinmachen vielleicht? Jumanji, Baby Burger. Oh Mann, ey. Hört auf zu reden! Bullet Spinner, Caged Alien. Stehtische. Guck mal, da stehen die echt gerne. An den Stehtischen stehen sie echt gerne. Okay. Kommt, Leute, ihr müsst mal ein bisschen... Jetzt wird uns allen erstmal wieder ein bisschen schlecht. Hab schon erzählt, dass ich, dass mir wirklich schlecht wird. Aber es geht um Coins. Ich meine, es ist halt so, Geld, Steuern überwiegt halt. Alles. Ich muss den Cool Table mal bauen. Ich könnte den Cool Table auch zwischen diese Dinger hier bauen. Am liebsten einfach überall die Techie Table Set. Sind jetzt alle zocken? Der Bullet Spinner macht was? Allein bei den Getränkegeräuschen wird mir auch schon schlecht. Oh Mann. Oh Mann. Hier hin, oder? Oder so? Oh ja, der Platz floriert unfassbar. Einfach mal alles vollstellen, ist ja egal. So. Jetzt könnten wir hier so Luxustische uns hinstellen. Wenn wir mal richtig Geld scheffeln. So, wir haben 13 Leute und wir sind... Okay. Ich meine, das funktioniert. Ich könnte...
einfach hier krasses Dekor hier in den Raum stellen. So italienische Pflanzen. Weil hier, dann geht da keiner hin. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt so ein bisschen... Ich kann das Dekor platzieren, nur dass die Leute hier hingehen, um da irgendwas zu machen. Es sei denn, die glotzen das Dekor an. Das ist natürlich blöd. Sehr schön, sehr schön. Nein, nein, nein. Husch, husch, husch. Zurück, zurück. Kann ich das hier zumachen mit so einem Schraubenschlüssel? Mit so einem richtig großen? Ah, ne, es geht schon zu. Nein. Nur für Angestellte. Ah, es funktioniert. Gut, dann machen wir jetzt nur noch Dekor. Und die Leute sollen hier nicht reingehen. Ah, zum Kotzen. Jetzt gehen die da die Pflanzen gucken. Die wollen alle nicht mehr... die wollen keine Getränke mehr bekommen. Deswegen gehen die hier rüber. Na toll, guckt euch die italienischen Kumbigen... Was steht da? Italian Plumber Plant. Soll so ein Gimmick sein auf Mario? It's a me, Mario. It's a me, Virgio. Und hier gibt's auch... Kommt mit Rattenloch, guck. Inklusive. So, nochmal, Kohle. Okay, bei Bali. Ich glaube, ich muss auch. Ich glaub, die Getränkebox kommen nicht hinterher. Tatsächlich. Da müssen wir jetzt nochmal einen machen. Die, die so grün sind, die beschießen wir einfach nicht mehr. Ups. Ah, du Lila. Banahaios. Ach, jetzt habe ich vergessen, meinen Snack zu snacken hier. Ah. Lecker. So. 100. So, pass auf. Jetzt machen wir noch einen. Auch wieder in den Raum hier. Auch wieder so in den Corner. Ich glaube, es ist echt am besten. Ja, es ist Smashing Place. Ich würde am liebsten noch diese Cool Tables haben. Oder die Techie Tables. Ja, wir sparen jetzt mal auf 150. Nichtser Freundchen. Du entkommst nicht der Getränkekanone. Niemand entkommt der Getränkekanone. Komm, da muss jetzt nochmal ein bisschen gebrochen werden. Wir brauchen jetzt nochmal Coins. Haltet euch die Ohren zu. Ohren zu halten. Es wird gebrochen. Ja, so war ich halt damals auch, ne? Meiner Prime. Marc, wo warst du? Ich war kotzen. Gib mir mein Bier wieder. Tut mir leid. Bin ich nicht stolz drauf. Ich bin sowas von raus aus dem Trinken, aber fand ich nach Sonnenschein. Und ich vermisse es so gar nicht. So gar nicht, ne? Also, ich hab in 7 Jahren irgendwie 2 Tassen Glühwein getrunken, gefühlt. Und 2 Tassen Met. Einfach, weiß ich nicht, ne? Also, das ist so das Einzige, was ich trinken würde, noch. Einfach aus Aufwärmgründen und so. Einfach, weil ich mir den Kater nicht leisten kann. Irgendwie gefühlt. Aber ich sag nicht, nee, ne? So ist das halt. Guck mal. So. Das hat 2, 4, 6, 8. 8 Plätze. Ist aber ein bisschen zu groß. Ich meine, macht es denn... Wir wissen nicht, ob es einen Unterschied macht. Es müsste ja einen Unterschied machen, oder? Wir werden jetzt die Arcade-Maschinen umplanzen. Pass auf.
Wir machen jetzt erstmal noch einen neuen Coin-Magneten. Und zwar genau in die Mitte hiervon. Und die genaue Mitte ist hier. Richtig? So. So, da ist die Mitte. Jetzt holen wir die Arcade-Maschinen. Die müssen in die Mitte ausgerichtet werden, die Plätze. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. So. So. Okay. Und mit den Magneten müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen die auch so ausrichten, dass das halt irgendwie besser passt. So, jetzt haben wir 100. So, jetzt brauchen wir wieder einen Liquorbot. So. Soll ich den so machen? Warte mal gerade ein bisschen hier. So, in die Mitte. Und das ist halt zu groß. Warte, bessere Idee. Mach ich nur die Stehdinger? Ne, ich mach die Sitze nicht. Blablabla. Ich könnte das ja so machen. Guck mal, das ist doch ein Setup, oder? Oh ja, Aldemar, du machst das so unfassbar. Ja, ich weiß, danke schön. Ich mach das unfassbar gut. So, jetzt haben wir das. Okay, sehr schön. Ich bin stolz auf mich. Oh ja. Wo dann los? Wollen wir mal ein bisschen Geld machen hier. Achtung, Ohren zu halten. Ja, sehr schön. Lass es Coins regnen. Es kommen auch lange nicht mehr neue dazu, ne? Ich habe da auch ein bisschen blöd gemacht. Ah, geht doch. Ist egal. Ihr müsst trinken. Sehr schön. So, wir müssen jetzt mal... Ach, jetzt sehe ich gerade, eigentlich müssen wir hier noch einen Magneten hinmachen. Ich müsste da hier hin. Ich hoffe jetzt einfach, ich denke jetzt einfach mal, wir kriegen die volle Kohle zurück. Weil ich so klug bin in dem, was ich hier tue. Nee, nicht der Cool Table. Gibt nur Arbeiterklassentische hier. Meine armen Ohren, sie bluten vor lauter Sprechen von den anderen. Nein. Gott, ich werde schon ein bisschen wahnsinnig. Okay. So. Dann brauchen wir jetzt hier noch den Trashbot, obwohl wir den, glaube ich, gar nicht brauchen, um ehrlich zu sein. Erstmal nochmal Selbstmüll aufsammeln. So.
Okay. Dann kommt der Magnet hier hin. Der nächste dahin. Und dann haben wir diese Table Area richtig bedient. Dann machen wir noch mehr Arcade-Maschinen. So, ich will Coins haben. I want Coins. I love it. Kommen Sie zum brechenden Spacer. Und wird Ihnen schlecht. Nur wenn Sie schon reinkommen. Gott, Alien Cage. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich... Das ist nur zum Gucken, oder? Egal. Julia Dump Dump Stumpleton. Hallo Julia Dump Dump Stumpleton. Dump Dump. Okay. Ich mache jetzt noch die Super Mario Pflanzen fertig. Aber da stehen eigentlich immer unsere Maschinen, das ist auch doof. Wir kriegen langsamer Geld, weil die Leute hier rübergehen und hier spielen. Das ist natürlich auch ärgerlich. Na, ist halt ein bisschen doof. So. Soll ich noch einen machen? Ne, jetzt machen wir noch den Coin-Magneten, dann sind wir hier durch. So. Jetzt den Radius muss man erhöhen können. Also wo alles noch in einem Raum stattgefunden hat, war es besser. Ich glaube, so einen zweiten Raum sollte man echt maximal warten. Mach noch mehr Unterhaltung, würde ich sagen. Ja, ich höre nicht hin. Ich höre nicht hin. Ich höre schon gar nichts mehr. Ist gar nicht für mich präsent. Ich höre gar nichts. Tja, ich glaube nicht, dass es Forschung gibt oder so. Ich glaube, wir haben einfach alles. Statue of the Emperor Olemi. VR-Booth. 150 brauchen wir für die VR-Bude. Ein armer Magen. VR-Booth. Yeah, Roy. Spiele das Leben von Roy. Bei Rick und Morty. So. Ja, Hummisch Limonabi, du Blabi. Ja, genau. Davon rede ich auch die ganze Zeit. Uschle Blati, Bumnati. So. Rein da, so. Wunderschön. Okay, 120. Oh mein Gott, mein armes. Und now? Warum soll ich das noch weiter vergrößern? Bullet Spinners. Oh, direkt so eine Großmaschine und Crystal Dome Game. Yeah, Dominic Dark Horse. Hallo Dominic Dark Horse. Yeah.
Ich auch. Jo, jetzt kommen die Coins, Junge. Jetzt mal so einen großen. Oh, das ist aber. Der ist aber echt groß. Oh, der ist aber groß. Moment. Ich brauche dann noch mehr. So. Wunderschön. Ich kann es nicht mehr hören. Ich mach's nicht mehr selber. Nein, ich hab's schon wieder gehört. Bullet Spinner. Warum heißt das denn Bullet Spinner? Weil man da Sachen in den Coin wirft. Guck mal. Da rennen diese komischen Ratten. Das ist das geil. Also sowas finde ich cool, ne? So, das wäre eine geile Bar. Wenn du so Arcade-Maschinen hast. Marlene Mooney Monroe. Namen. Ja, das mit dem Coin-Magneten ist halt ein Problem. Dicke Pita. Nein! Tja. Ich platziere nur noch. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ja, hier muss auch noch einer hin. So. Und dann muss hier noch einer hin. Jetzt habe ich eigentlich zu viele Tische. Ich kann jetzt auch nicht 1 Million Tische machen. Musst du einfach hier so richtig teure Sachen reinstellen. Das reicht. Ne? Da spielt auch keiner dran. Wir haben einfach irgendwie 1 Million Arcade-Maschinen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr können wir nicht machen. Es sei denn, es kommt noch Forschung. Wenn man irgendwie so viel Räume baut oder sowas. Kommt schon, Leute. Ihr müsst schneller trinken. Ich glaube, wir haben wieder ein Problem mit unserem... Weil die sind ja noch gar nicht alle kurz vorm Brechen. Ich aber. Gefühlt. Oh ja, ist bestimmt eine gute Idee. VR und Alkohol. Richtig guter Plan. Kann ich die irgendwo... Kann ich die nach außen setzen? Auch nur drinne? Das ergibt doch keinen Sinn. Crystal Dome. So, jetzt haben wir einen Raum voller... Jetzt haben wir die Arcade-Maschinen alle gebaut. Tja, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir noch machen sollen. Wir haben jetzt ungefähr das Folgenlimit erreicht. Pass auf, ich habe jetzt gerade 2 Folgen der Dinges aufgenommen. Ja, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass das groß als viel wird. Lady Saraspa. Sehr gut. Ich mache jetzt ein Angespiel daraus und wenn ihr mehr sehen wollt, wenn das hier reinhaut, dann spiele ich einfach weiter. Ja, ich lasse es mal wieder offen. Es liegt an euch, liebe Leute. Ihr seid die Besten und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und nicht brechen, bitte. Dankeschön. Thank you.